Hallo liebe Freunde des Rechts, heute geht es mal wieder um Hallo Meinung und Peter Weber und in diesem Fall um das strafrechtliche Verfahren in zweiter Instanz. Ich hatte schon mal ein Video gemacht aus dem Urlaub heraus mit einem grauenvollen Ton. Ich habe inzwischen investiert und mir ein ordentliches Mikrofon zugelegt, bin gespannt, ob der Ton jetzt besser zu verstehen ist oder ob man nur besser hört, dass ich zu viel durch die Nase spreche. Aber zur Sache, Peter Weber hat Tessa Ganserer, eine Bundestagskandidatin der Grünen und eine Transgender-Frau, ich glaube, so sollte man es heutzutage nennen, beleidigt. Und zwar vor allem aufgrund ihres Äußeres, aufgrund eines Fotos, was er in einem YouTube-Video gezeigt hat. Neben Tessa Ganserer hat er noch weitere Personen beleidigt. Nicht alle davon haben aber Strafanzeige erstattet. Wie kommt so etwas zustande, dass das Gericht in der zweiten Instanz aufgrund der Berufung der Staatsanwaltschaft so zuschlägt? Wir haben jetzt hier auch en passant die 90-Tagessatzgrenze mal eben durchkreuzt. Das ist die Grenze, wo ein Eintrag im polizeilichen Führungszeugnis stattfindet. Und bis zu dieser Grenze darf man sich noch als nicht vorbestraft bezeichnen, obwohl natürlich eine Vorstrafe vorliegt, die bei einer Wiederholungstat auch berücksichtigt werden kann, führt dann also zu einer wesentlich höheren Strafe bei einer zweiten oder dritten Verurteilung, insbesondere wenn sie einschlägig ist. Anscheinend hat das Landgericht sich gesagt, es müsse hier empfindlich zuschlagen. Es reiche nicht mehr aus, eine solche milde Strafe, wie wir sie vorher hatten. Ja, tatsächlich die 40 und 30 Tagessätze waren eigentlich ziemlich überschaubar. Das macht man auch bei einem Ersttäter, bei einem Ladendiebstahl, der sich auf diese Weise noch glimpflich aus der Affäre ziehen kann. Aber der Umstand, dass Herr Weber sagt, nein, ich möchte unbedingt feststellen, dass sich solche Äußerungen, Witzfiguren, Lachnummer und so weiter über Menschen, die ich nicht kenne, und zwar ohne einen besonderen Anlass äußern, das brachte offensichtlich das Gericht, Berufs- und Laienrichter dazu zu sagen, hier müssen wir ein Zeichen setzen, hier müssen wir tatsächlich ordentlich zugreifen. Und jetzt kommt oft der Verdacht auf, dass das hier eine Gesinnungsjustiz ist, dass die Justiz auf dem linken Auge blind ist oder auf dem rechten Auge blind, je nachdem, um welche Art von politische Gesinnung es sich handelt. Aber tatsächlich folgen diese Urteile durchaus rechtlichen Denkmustern, die durch die Rechtsprechung vorgegeben sind, die aber nicht so ganz einfach sind. Und eine der ersten Fragestellungen ist erstmal, ist das eine Beleidigung? Da wird man sagen, das kann man ja relativ leicht verstehen, ob das eine Beleidigung ist, wenn sich jemand beleidigt fühlt. Da geht es darum, ob eine Herabwürdigung stattfindet. Bei diesem Fall eigentlich unproblematisch. Schwieriger ist aber, ob wir im Schutzbereich der Meinungsfreiheit sind oder ob wir eine Verletzung der Menschenwürde haben. Das sind beides abstrakte Begriffe, sodass es schwierig ist, das voneinander genau abzugrenzen. Und das hat das Gericht hier recht sauber auf vielen Seiten herausgearbeitet, indem es zunächst einmal die Frage gestellt hat, ob hier eine Auseinandersetzung stattfindet zu einer politischen Auseinandersetzung. Denn wäre eine solche sachliche Auseinandersetzung gegeben, dann wäre es tatsächlich vielleicht möglich gewesen, eine auch starke, pointierte, zugespitzte und vielleicht beleidigend wirkende Äußerung zu tätigen. Da hat man sich das ganze Video angeschaut. Da geht es vorher also um die grünen Wirtschaftspolitik und man suchte also nach einem Zusammenhang. Das war auch eine der Verteidigungsargumentationen der inzwischen drei Verteidiger, die sagten, das hier ist politischer Kontext, weil Frau Ganserer ja auch bei den Grünen ist, ist es geboten, sie für ihr Aussehen als Lachnummer zu bezeichnen. Schließlich passiert das ja auch AfD-Politikern, wenn zum Beispiel gesagt wird, Alice Weidel sei eine, ich will das gar nicht wiederholen. Allerdings kann der Unterschied dort gewesen sein, dass eine Auseinandersetzung mit der politischen Argumentation oder Sichtweise stattfindet. Und die hat das Gericht versucht zu suchen, indem man sich das ganze Video eben angehört hat, ob irgendwo ein Bezug zu erkennen ist. Ein Bezug zu dem Ereignis bei dem Foto ist nicht zu erkennen gewesen. Herr Weber gab also selbst zu, er weiß gar nicht, wann dieses Video aufgenommen wurde, wann dieses Bild aufgenommen wurde. Es sei ihm einfach zugespielt worden und er fand es interessant und wollte das einfach zur Illustration in sein Video so einbauen, scheint es jedenfalls. Und so sah das Gericht keinen sachlichen Zusammenhang, der dazu führen könnte, eine solche robuste Meinungsäußerung zu rechtfertigen. Und das ist vielleicht
auch das Rezept, wenn man Menschen kritisieren will, es muss die Sachauseinandersetzung im Vordergrund stehen. Sie muss nicht schlau begründet sein, aber es reicht eben nicht aus, einfach nur der Herabwürdigung der Person wegen Menschen zu kritisieren. Insbesondere, wenn es um das Äußere geht, da ist die Rechtsprechung tatsächlich ziemlich empfindlich und ich persönlich halte das für richtig. Ich weiß, jetzt gibt es einige, die sagen, Peter Weber ist der Held, weil er es den grünen Politikern, insbesondere Tessa Ganserer, mal so richtig zeigt und er ist der Held, weil er dafür auch vor Gericht geht. Er scheint sich das ja auch leisten zu können. Es gibt neben dem Strafverfahren noch zwei zivile Instanzenzüge. Zum einen hat Tessa Ganserer Herrn Weber auch verklagt, und zwar auf Unterlassung und Erstattung von Rechtsanwaltskosten. Da haben wir als Anwälte Tessa Ganserer vertreten, also ein Anwalt aus meiner Kanzlei war vor Gericht. Das Gericht hat in einem Versäumnisurteil, weil Herr Weber sich da gar nicht mehr gewehrt hat, auch nach der Aktenlage die Schlüssigkeit geprüft und der Klage stattgegeben. Deswegen ist es Herrn Weber bei Meidung eines Ordnungsgeldes von bis zu 250.000 Euro oder Ordnungshaft untersagt, diese Äußerung zu wiederholen. Man kann sich ein bisschen fragen, warum man diesen Rechtsstreit jetzt vor dem Strafgericht noch führt, warum man es nicht einfach auf sich beruhen. Das ist nachvollziehbar, denn das dient durchaus auch der Rechtsfortbildung. Wir werden alle was dabei lernen. Es gibt darüber hinaus einen weiteren Rechtsstreit, der gegen mich geführt wird. Denn Herr Weber bzw. sein Rechtsanwalt, mein Kollege Steinhöfel, störten sich daran, dass ich bei der Berichterstattung über das erstinstanzliche Urteil nicht dazu geschrieben habe oder dazu gesagt habe, geschrieben hatte ich es ja, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Das Landgericht Nürnberg, also das Gericht, was auch hier zuletzt entschieden hatte, kam zum Ergebnis, nein, das ist keine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Das hatte er aber nicht akzeptiert und daraufhin auch dagegen sofortige Beschwerde eingelegt, sodass auch das Oberlandesgericht die Frage prüfen durfte und feststellte, nein, auch hier beißt Herr Weber auf Granit. Die einstweilige Verfügung wurde also nicht erlassen und ich hatte daraufhin Herrn Webers Anwälte gefragt, ob Anwalt, Herr Steinhöfel scheint alleine in der Kanzlei zu sein, nach dem Briefkopf, denke ich. Ich hatte ihn gefragt, wollen wir es jetzt darauf beruhen lassen oder wollen Sie weiterhin diesen Anspruch gegen mich geltend machen? Und er sagte, nein, wir wollen auch einen Unterlassungsrechtsstreit führen, wenn es dann sein muss. Ich habe dann daraufhin eine negative Feststellungsklage beim Landgericht Würzburg eingereicht. Die Gegenseite, also Herr Weber, hat auch schon die Verteidigungsbereitschaft angekündigt. Also da geht es auch noch ein bisschen weiter um alle denkbaren Fragen rund ums Persönlichkeitsrecht.